Am vergangenen Sonntag, den 15. Oktober, feierte Sarah Engels ihren 31. Geburtstag, einen Meilenstein in ihrem Leben, den sie nicht nur im engen Kreis ihrer Familie, sondern auch mit ihren zahlreichen Fans auf berührende Weise zelebrierte. Die beliebte Sängerin und TV-Persönlichkeit nutzte diesen besonderen Tag, um auf ihren sozialen Medien ihren Dank auszudrücken und einen Blick auf ihre Vergangenheit und ihre Träume zu werfen, die sich im Laufe der Jahre erfüllt haben. Sarah begann den Tag mit einem ausgedehnten Geburtstagsbrunch in ihrem Lieblingscafé in Köln, begleitet von herzlichen Glückwünschen und Geschenken von ihrer Familie. Der Morgen war von herzlichen Umarmungen und fröhlichem Gelächter erfüllt, und die Sängerin genoss die besondere Atmosphäre, die ein Geburtstag in der Familie mit sich bringt. Doch das war nur der Auftakt zu einem Tag voller Überraschungen und besonderer Momente. Nach dem Brunch führte Sarah Engels ihre Fans in eine faszinierende Virtual Reality-Erlebniswelt, die sie mit ihrem Ehemann Julian und ihren Kindern besuchte. In dieser digitalen Realität konnte sie gemeinsam mit ihren Lieben aufregende Abenteuer erleben und in fantastische Welten eintauchen. Es war eine Gelegenheit, die Grenzen der Realität zu überschreiten und in eine Welt einzutauchen, die voller Spaß und Fantasie war. Ein weiteres Highlight dieses besonderen Tages war der Besuch bei ihrer Mutter Sonja, bei der Sarah Engels eine breite Auswahl an Kuchen und süßen Köstlichkeiten genießen konnte. Diese kulinarische Reise in die Kindheit weckte Erinnerungen an die warmen und liebevollen Augenblicke, die sie mit ihrer Mutter geteilt hatte, und verlieh diesem Geburtstag eine extra persönliche Note. Nach all diesen Erlebnissen und den festlichen Aktivitäten des Tages wandte sich Sarah Engels schließlich ihren Fans auf Instagram zu. In einem herzergreifenden Beitrag reflektierte sie über die vergangenen Jahre ihres Lebens und ihre Träume aus ihrer Jugend. Die 31-Jährige erinnerte sich daran, wie sie sich als 16-Jährige ihre Zukunft vorgestellt hatte und wie sie von Anfang an den großen Traum hatte, auf Bühnen zu stehen und zu singen. Damals arbeitete sie hart, um sich Gesangsstunden leisten zu können, und dieser Einsatz hat sich in vielfacher Hinsicht ausgezahlt. Sarah Engels fühlte sich gesegnet und dankbar dafür, dass sie in den letzten Jahren so viele erfüllende Momente und Erfolge erleben durfte. Die Träume von damals hatten sich in beeindruckender Weise erfüllt, und sie war stolz auf die Reise, die sie zurückgelegt hatte. Doch die Sängerin hatte nicht nur einen Plan A, sondern auch einen Plan B, den sie in ihrer Jugend verfolgt hätte, wenn es mit der Gesangskarriere nicht geklappt hätte. Sie gestand, dass sie damals den Beruf der Eventmanagerin anstrebte, was eine interessante Offenbarung ihrer bisher unbekannten Seiten war. Im Fokus ihres emotionalen Beitrags standen jedoch nicht nur ihre beruflichen Erfolge und ihre Vergangenheit, sondern auch das Hier und Jetzt. Sarah Engels würdigte ihre Mutter und ihren Ehemann Julian, indem sie ihnen rührende Worte widmete und ihre Dankbarkeit für die Liebe und Unterstützung, die sie von ihnen erfahren hatte, zum Ausdruck brachte. Mit 31 Jahren fühlte sich die talentierte Künstlerin an einem Ort des Glücks und der Zufriedenheit. Sie hatte ihre Träume verwirklicht, eine wunderbare Familie gegründet und eine erfolgreiche Karriere aufgebaut. Diesen Moment nutzte sie, um ihren Fans für ihre Unterstützung zu danken und ihre Freude über all das zu teilen, was sie erreicht hatte. Ihre aufrichtigen Worte und ihre emotionale Botschaft wurden von Tausenden von Fans auf Instagram geschätzt und mit zahlreichen Komplimenten und Glückwünschen bedacht. Sarah Engels hatte an diesem besonderen Tag nicht nur ihren eigenen Geburtstag gefeiert, sondern auch die Liebe und Dankbarkeit in ihrem Herzen mit der Welt geteilt.